Hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Und wir sind wieder in meinem wundervollen Homeoffice. Und heute sind wir bei dem vierten Set der Shiner Hall of Fame Serie von Xingbao. Nummer des Sets bei Xingbao XW01403D. Und in diesem Set geht es um den Wissenschaftler Shang Rang. Er war im alten China ein begnadeter Wissenschaftler, Astronom, Schriftsteller und Erfinder. Tja, was hat er denn so alles erfunden, der gute Shang Rang? Da wären zu nennen mehrere astronomische Instrumente, eine Uhr, welche mit Wasserkraft angetrieben wird, und sogar den ersten Seismograph oder eher Seismoskop der Welt. Aber dazu später noch mehr. Mit 16 Jahren verließ Shang Rang dann sein Elternhaus, um in verschiedenen chinesischen Städten zu studieren. Dabei entdeckte er auch seine Leidenschaft für die Schriftstellerei. Von ihm sind etliche schöne Gedichte überliefert, wobei er sich oft von seiner Leidenschaft zu schönen jungen Mädchen inspirieren ließ. So beklagt er in seinem Gedicht die vier Sorgen, dass er wegen dem Schnee, den Bergen und den Flüssen keine schöne Frau finden kann. Die Leidenschaften stabilisieren. Ah, die keusche Schönheit dieser verführerischen Frau. Sie glänzt mit blumigen Reizen und einem blühenden Gesicht. Sie ist einzigartig unter all ihren gleichaltrigen Klassenkameradinnen. Am Hofe des Kaisers N diente Shang Rang als Chefastronom. Dabei entdeckte er über 2500 Sterne und entwickelte Theorien über die Sonne und den Mond. Durch seine vorbildliche Arbeit für die Wissenschaft erarbeitete sich Shang Rang nicht nur eine Gehaltserhöhung auf 2000 Bushels, das waren im antiken China mit Weizen gefüllte Tonkrüge, sondern sogar das Privileg, den Kaiser begleiten zu dürfen. Bei einer dieser Gelegenheiten versuchte er auch den Kaiser von der Gefährlichkeit der Palast-Eunuchen zu überzeugen. Die Eunuchen, welche durch ihre Intrigen die Fäden im Hintergrund zogen, ließen sich diese Einmischung durch Shang Rang natürlich nicht bieten. Und so verleumdeten sie ihn vor dem Kaiser. Woraufhin Shang Rang sich vom Hofe zurückzog und seinen Frust erneut in einem Gedicht Ausdruck verlieh. Gute Menschen sollten aus dieser verdorbenen Welt fliehen oder zumindest tugendhaft in ihr bleiben. Dem Kaiser fehlte sein Chefastronom jedoch so sehr, dass er Shang Rang im Jahre 138 an seinen Hof zurückbeorderte. Bereits ein Jahr später verstarb dann leider Shang Rang. Ach ja, nochmal zurück zu seinem Seismoskop. Die Idee dahinter war, dass im Falle eines Erdbebens durch die Erschütterung eine Kugel im Inneren der Vorrichtung ausgelöst wird, durch einen der Drachenköpfe in das offene Maul einer der Kröten fällt, und dadurch sollte es die Richtung anzeigen, in welcher das Erdbeben sich im Reich ereignet hatte. Und tatsächlich wurde im Jahre 138 eine Kugel ausgelöst und zeigte ein Epizentrum in nordwestlicher Richtung in ca. 500 Kilometer Entfernung an. Der Kaiser wurde sofort durch Shang Rang benachrichtigt. Aber die Eunuchen fanden das Ergebnis als bedeutungslos ab und sagten, es habe gar kein Erdbeben stattgefunden. Kurz darauf erreichte jedoch ein Bote den Palast und vermeldete, dass sich ein Erdbeben in der Gansu-Provinz ereignet hat. Genau wie es der Apparat vorausgesagt hat. Shang Rang war nicht nur zu Lebzeiten eine sehr geschätzte Person. So wurde 1970 zuerst ein Mondkrater nach ihm benannt und 1978 dann auch noch ein Asteroid. So, das war sie dann also, die Hintergrundgeschichte zu diesem schönen Set und dem Wissenschaftler Shang Rang.
Dann folgt jetzt wieder ein kurzer Clip zum Aufbau des Zelts. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis bald, euer Matthias. Hot on my own.